Hossa, liebe Leute, ich habe hier am Bemaltisch auf euch gewartet. Ja, um nämlich mit euch die Edelsteine des Lords of Change zu bemalen. Warum ich darüber ein eigenes Video mache? Nun ja, ich experimentiere hier ein wenig und denke, dass ihr auch was davon haben könnt. So sollen nämlich die Edelsteine aussehen. Ich habe mich für einen lilanen Metallton entschieden. Ja, und zwar für alle Edelsteine. Die werden einheitlich, denn wenn wir zu viele unterschiedliche Farben haben, naja, ihr wisst ja, wie das so aussehen kann, wenn es zu chaotisch wird. Passt natürlich zum Chaos und auch ein bisschen zu Zinsch, aber wir verlieren ein bisschen dann auch den Fokus der Figur und es wirkt einfach irgendwie dann nicht mehr schön. Deswegen eine schöne lilane Farbe für alle. So, und lila aus dem Grunde, weil diese Farbe sehr gut zur Haut des Vogels passt und Metall anstatt glänzende Edelsteine, nun ja, weil ich von den Metallfarben der vorigen Folge so angetan war und zeigen möchte, dass man einfach auch mehr mit Metall machen kann, anstatt einfach nur zu waschen und trocken zu bürsten. Außerdem wollte ich, naja, ein bisschen mehr mit den Scale Metallics rumprobieren. By the way, folgende Farben werden jetzt hier verwendet. Tatsächlich habe ich fast, aber auch nur fast, nur Farben von Scale dieses Mal verwendet. Und zwar ganz vorne voran das Black Metal, das Amethyst Alchemy, das DK Black, das Inktense Black, das Inktense Violet und das White Alchemy. Zusätzlich gibt es noch das Metal Medium von Vallejo. Wir wollen ja nicht nur einen Hersteller hier benutzen, nicht wahr? Als erstes mische ich mir ein Farbverhältnis von 40% Black Metal, 40% Amethyst Alchemy und 20% DK Black zusammen. Dieses nun dunkle, leicht lila gefärbte Metall tragen wir nun auf alle Edelsteine auf. Als zweites kommt eine 50:50 Schicht Black Metal und Amethyst Alchemy obendrauf. Das wird aber nicht normal geschichtet wie sonst immer, sondern wir malen das hier etwas anders. Wir lassen den Großteil der Fläche und der Rundung so wie sie ist. Die neue, hellere Farbe kommt nun in einem Halbkreis auf eine Seite des Edelsteines. Wir achten also darauf, dass wir wirklich einen Halbkreis oder sagen wir mal Halbmond malen, so dass die Mitte der runden Fläche noch dunkel ist. Ihr könnt euch aussuchen, welche Seite ihr bemalen wollt, aber wichtig ist, dass alle Edelsteine die gleiche Seite heller bekommen, denn dies simuliert im Endeffekt den Lichteinfall auf die Steinchen. Ja, in diesem Fall ist es so, dass links und Mitte die dunklere Farbe hat, rechts im Halbmond zur Mitte geöffnet die hellere Farbe. Und das hellen wir nun weiter mit einer puren Schicht Amethyst Alchemy auf. Durch diese verschiedenen, nicht allzu krass voneinander sich unterscheidenden Schichten verstärken wir den Glanzeffekt und kriegen die Farbübergänge äußerst sanft hin. Auch wenn es zugegebenermaßen etwas schwer ist, das bei glänzendem Metall richtig gut zu sehen, ja. Und auch hier wieder die Farbe als Halbmond auftragen und wie beim Schichten immer weniger als zuvor auftragen. So kriegen wir einen Farbverlauf von dunkel zu hell, von links nach rechts hin. Und jetzt wollen wir das Ganze noch glänzender machen. Dazu mischen wir Amethyst Alchemy mit dem Metal Medium von Vallejo. Damit malen wir wirklich nur die äußersten Ränder rechts an. Ja, und jetzt könnten wir doch theoretisch auch das Metal Medium pur auftragen für so einen Spitzenakzent, um einen perlmuttartigen Glanz zu generieren. Das würde aber gegen den von mir gewünschten Effekt zielen. Der kommt an sich so insgesamt aber leider aktuell noch nicht so wirklich gut raus, denn wie gesagt, auf Metalltönen ist das aufgrund der reflektierenden Oberfläche tatsächlich etwas schwer zu erkennen. Gut, muss ich da etwas nachhelfen. Dazu nehmen wir eine schwarze Lasur. In meinem Fall habe ich hier das Inktense Black von Scale genommen, da ich das in einem Farbset hatte und dann muss ich mir halt kein eigenes anmischen. Dieses trage ich nun nicht auf die von uns vorher bemalte Fläche auf, sondern auf die entgegengesetzte Seite. Ich versuche also das, was der Halbmond nicht aufgehellt hat, abzudunkeln. Sprich, wir malen alles links bis teilweise zur Mitte mit der schwarzen Lasur an. Das muss man eventuell 2 bis 3 Mal machen, da eine so flüssige Farbe leicht von einer konvexen Fläche abrutscht. Aber ich denke, ihr seht, was ich damit erreichen will, ne? Und das ist das Ergebnis. Wir haben nun links eine dunkle, fast schwarze Fläche, die bis in die Mitte abgerundet ist. Nach rechts hin wird das lilane Metall immer heller. Dadurch erzeugen wir eine Art Transparenz und Tiefe. Und weil es Metall ist, wirkt das alles aber irgendwie zwar physikalisch korrekt, aber nicht richtig. Ein ziemlich netter Effekt für Zinsch, wie ich finde. Die Farbe glänzt an sich zwar schon, es ist ja eine Metallic-Farbe, dennoch möchte ich einen Glanzpunkt direkt setzen, um den Effekt noch einmal zu verstärken. Dafür nehme ich nun das White Alchemy von Scale. Dies ist ein wirklich weißes Metall. Nicht so perlmuttartig und rein silber wie das Metal Medium, sondern wirklich weiß gefärbt.
Das nehmen wir mit einem Feinpinsel auf und setzen nur einen Punkt auf die Edelsteine. Aber nicht auf die helle Fläche, sondern ans linkere Ende der dunklen, fast schwarzen Seite. Dadurch simulieren wir einen Glanz, ähnlich einem Auge, wo sich in der Pupille das Licht dann spiegelt. Ne? Und genau dieser Glanzpunkt lässt uns die Illusion eines Edelsteines glaubwürdig erscheinen. So, aber eine Sache muss jetzt noch sein. Das Lila ist zwar da, aber für mich nicht intensiv genug. Das muss nämlich noch stärker gemacht werden. Dazu nehme ich mir das Inktense Violet, verdünne es etwas mit Wasser und male es als Lasur über die Edelsteine rüber. Und wer sich immer fragte, wofür Lasuren da sind und mein Tutorial für Lasuren sträflicherweise nicht gesehen hat, dafür. Die Farbe ist dünn aufgetragen, transparent und färbt so die untere Fläche ein, ohne ihr ihre Farbeigenschaften zu klauen. Und nun haben wir das, was wir erreichen wollten. Lilane Edelsteine aus Metall. Ist zwar physikalisch totaler Quatsch, also glaube ich zumindest, aber ich finde, dass es wunderbar zu Zinch passt und farblich mit der restlichen Figur super harmoniert. Diese Bemaltechnik funktioniert natürlich viel besser bei Nicht-Metallic-Farben, könnt ihr gerne ein bisschen rumexperimentieren. Was haltet ihr aber von diesem Tutorial? Hat es euch gefallen oder inspiriert? Dann wisst ihr ja, was ihr mit dieser ganzen Daumen-Hoch- und Abo-Knöpferei machen müsst, nicht wahr? Und diesen Glöckchen gelöt. Nächste Woche werden wir den restlichen großen Shit des Geiers bemalen, und zwar den Stoff. Und bis dahin, keep painting!